Ja, wir sind hier beim ABC mitten im Trainingsgeschehen. Das kann man hier im Hintergrund sehen. Und da laufen welche in Rot rum und es laufen welche in Schwarz rum. Mainz ist ganz neu, aber na, das ist auch noch relativ neu. Aber jetzt fragen sich natürlich unsere Zuschauer auch, wieso hast du was Schwarzes an? Wer bist du und was machst du denn auf dem Platz? Ich darf ja eigentlich auch nicht drauf. Na, also die meisten sollten mich ja mittlerweile kennen. Ich bin der Fabio Hansen, bin jetzt hier im zweiten Jahr schon der Betreuer und die Trainer und Funktionsteam, oder du zählst ja auch zum Funktionsteam, ja. Die tragen halt eben schwarze Klamotten, damit man sich voneinander unterscheiden kann. Die Burschen hier alle in Rot, damit man die auch erkennt. Na, es ist ja auch, alle haben hier Arbeitersachen an, ja. Damit man halt auch weiß, bei welchem Verein wir spielen. Du bist jetzt 2 Jahre dabei. Genau. Wo warst du vorher oder warst du im Sport gar nicht aktiv? Also ich war vorher noch hier 1 Jahr bei der A-Jugend, das ist jetzt hier schon mein 3. Jahr bei Ahrweiler. Vorher war ich 5 Jahre bei Grafschafter SV tätig, das ist hier oben auf der Grafschaft. Und ja, ich meine, blauer Himmel, Fußball, was will man mehr? Ne? Das ist das Fußballherz, wir sind ja alle froh, dass wir endlich auch wieder hier auf dem Platz dürfen. Endlich wieder nach einer langen Pause können wir draußen rumlaufen und auch mal wieder einen tollen Teamsport machen. Das haben wir ja doch alle vermisst. Was ist deine Aufgabe? Du hast gesagt, du bist Betreuer? Genau. Richtig. Aber was heißt Betreuer? Das heißt, wenn jetzt beispielsweise nicht wie hier Julian da das hier schon aufgebaut hat, dann zählt das zu meinen Aufgaben, das hier aufzubauen, zu schauen, dass die Bälle da sind, wobei wir da eigentlich auch einen Balldienst eingetragen haben, ja. Aber die meisten Burschen dann ja vergessen oder die Jungs eher vergessen, dass sie ja dann doch irgendwo auch den Balldienst haben. Aber ja, es macht Spaß mit den Burschen, sonst würde ich mir das ja nicht antun. Ja, jetzt sag mal Betreuer. Betreuer kennen wir auch früher beim Fußball. Ich habe ja auch mal gespielt. Da gibt es einen Trainer und einen Betreuer, der sich dann darum kümmert, dass alle das Richtige anhaben, dass die Spielpässe vielleicht da so sind. Was für Aufgaben gehören zu dir noch dazu, außer jetzt hier zu schauen, dass du beim Training, dass das alles gut abläuft und korrekt? Ja, du hast ja gerade schon die paar klassischen Aufgaben genannt, ne? Dass die Trikots da sind oder dass, wenn wir Heimspiele haben, die Schiedsrichter versorgt werden mit Verpflegung, dass die wissen, wo sie hin müssen, dass die Auswärtsmannschaften wissen, wo sie hin müssen, dass wenn wir auf Auswärtsfahrten fahren, wir ja auch in der Rheinlandliga weitere Fahrten haben, dass wir entweder... Du bist auch noch Taxifahrer. Dann ist man auch noch Taxifahrer, ja, Taxifahrer, Mutti, man ist sehr vieles in einem, aber die Jungs wissen, was sie an mir haben und ich weiß auch, was ich an den Jungs habe und ja, es macht mir hier einen Heidenspaß, sonst würde ich es ja nicht machen. Nee, das ist ja klar, das ist auch alles ehrenamtlich, was du machst? Ja, natürlich. Siehste, kenne ich. Also da muss man auch Spaß dran haben und auch an den Verein glauben. Wenn du jetzt zum Beispiel so am Spielfeldrand mitfieberst, bist du dann auch so involviert in Traineraufgaben oder wird das ganz strikt getrennt? Also der Johnny ist der einer, der das ganz klar trennt. Trainer ist Trainer. Ich würde das genauso trennen. Ja. Ich bin meistens einer, ich motiviere, also ich rufe mal motivierend was rein oder so, aber ich würde niemals irgendwelche taktischen Anweisungen oder sowas, außer es käme jetzt ein expliziter Befehl von Johnny, dass ich irgendetwas reinrufen soll oder irgendwo hinten einen von den Jungs Bescheid sagen soll, dass sie herkommen sollen, also die Jungs, die sich warm machen. Aber da trennt er das ganz klar und das finde ich auch gut so. Ich motiviere die Jungs auch schon mal, aber ich fieber halt am Rand dann auch, wenn es gerade so spannende Spiele sind Nachspielzeit ist und aus 3 Minuten dann manchmal sogar gefühlt eine halbe Stunde und endlich der Abpfiff ertönt, dann ist man manchmal auch froh, wenn man den Puls wieder runterfahren kann. Wie sind denn deine Ambitionen? Möchtest du auch mal Trainer werden oder fieberst du auch und sagst, Mensch, ich möchte doch mal wieder Fußball spielen, die alte Herren lauert vielleicht schon auf dich? Nein, also mit 25 bin ich von den alten Herren, glaube ich, noch ein bisschen entfernt. Ja. Selber spielen, da hat Gott mir leider nicht das Talent für geschenkt. Trainer, weiß ich nicht, ich könnte es mir vorstellen, aber ich finde, man muss als Trainer halt auch mal eine Übung vormachen und wenn ich dann da 3-mal mich hinstolper und mich dabei auch noch verletze, dann habe ich eher die Lacher als den Respekt auf meiner Seite. Also ja, ich könnte es mir vorstellen, aber irgendwo muss man als Trainer halt auch ein bisschen zeigen, was man haben möchte, weil ich kann das halt immer an der Taktiktafel alles so schön rumzeigen, ja, wie das alle machen, aber so das Praktische zeigen, das muss dann auch für mich ein Trainer zeigen können. Das denke ich auch. In dem Sinne, erinnert euch an ihn und sprecht ihn mit dem Namen an. Wie heißt er? Denn das ist unser Betreuer. Dankeschön fürs Interview. Ja. Bis bald. Und wann glaubst du, wann geht die Saison los? Ja, die haben ja, ich glaube, das erste Septemberwochenende ins Auge gefasst. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir dann endlich in die Saison starten können. Kein Lockdown? Nein, glaube ich nicht. Bis dann, danke dir. Bis dann, ciao. Hallo, liebe ABC-Gemeinde, hier haben wir wirklich einen Star in unserer Mannschaft und zwar der
wenn er den Ball so richtig vor die Flinte kriegt, ihn auch mit 30 Meter Entfernung locker verwandelt. Das ist unser Sunny. Ob der Sunny so schon oft einen Ball an die Birne gekriegt hat, das wissen wir nicht, denn er ist ein ganz großes Risiko eingegangen. Er hat geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass das noch geklappt hat dieses Jahr. Ist ja mit Corona nicht selbstverständlich. Das stimmt. Ja, die Liebe ist natürlich, wo sie hinfällt, da, und da macht sie vor Corona auch nicht halt, aber man will ja auch feiern. Große Party gehabt? Ja, standesamtlich jetzt, und jetzt hoffen wir, dass wir im September noch die kirchliche Hochzeit nachschieben können. Ja, wunderbar. Wie sieht das so aus? Jetzt bist du ja schon wie viele Jahre im Verein? Hab die ganze Jugend hier verbracht, war dann eine Zeit lang weg und bin jetzt seit 2 Jahren wieder, also die letzten 2 Saisons, gehe jetzt in meine 3. Saison hier rein. Ja. Ja, wunderbar. Ihr habt ja schon eine Menge neue Leute bekommen. Wie sieht das denn aus von der Auswahl und wie viel Konkurrenz hast du auf deiner Position dazu bekommen? Oh, ich glaube, wir sind auf der 6 und im zentralen Mittelfeld sind wir sehr gut besetzt. Ich glaube, ja, wir haben da 6, 7 Leute, die die Position theoretisch spielen können. Aber so eine Vorbereitung ist lang, die Saison ist lang. Also ich denke, wir können alle gebrauchen. Und man muss auch gucken, dass jeder verletzungsfrei bleibt. Und dann, denke ich, hat jeder seine Chance zu spielen. Ja. Wie sieht das aus, Sunny? Corona, große Pause, immer so. Bist du in Form? Ja, man versucht natürlich, so gut es geht, sich eben fit zu halten. Während der Pause geht dann ganz normal laufen. Aber die kurzen Bewegungen, die fehlen einfach. Ne? Kurze, schnelle Sprints oder hier mit den Jungs dann ein bisschen von 16 zu 16 zu spielen. Die Bewegung kriegt man einfach nicht simuliert, so wie sie im Training oder im Spiel dann eben sind. Von daher, so gut es eben geht, habe ich mich fit gehalten. Aber ja, da fehlt natürlich noch ein bisschen was bis zum Saisonstart. Erhöht das Verletzungsrisiko, wenn man nicht so kontinuierlich trainieren kann und mit diesem Anspruch? Sag mal so, ich glaube, jeder von uns hat in der Pause was getan, hat sich irgendwie fit gehalten, und jetzt waren die 4 Wochen, die wir jetzt 2-mal die Woche trainiert haben, tun uns, glaube ich, ganz gut, bevor jetzt am Sonntag die richtige Vorbereitung dann eben losgeht. Das war zum Reinkommen, war es jetzt, denke ich, für den Körper und für die Muskulatur war es genau das Richtige, das so zu machen und ja, eine Vorbereitung vor der Vorbereitung zu machen. Sunny, jeder nimmt sich ja auch was vor. Neue Saison startet hoffentlich ohne Lockdown September, so Gott will. Und da hoffen wir doch mal, dass wir dann richtig durchziehen können. Es sind ja, glaube ich, 2 Mannschaften mehr, weil keiner absteigt. Es steigen nur alle auf. Wie das Ganze gehen will, ist ja noch fraglich. Wie viele Tore hast du dir vorgenommen für die nächste Saison? Oh, ich bin unter dem Johnny und unter dem Juli und dem Jasko nicht allzu torfreudig in den letzten Jahren. Aber ich denke mal, ich kann darauf aufbauen. Ich glaube, ich hatte letzte Saison jetzt 3 oder 4. Von daher, da sollte mit mehr Spielen in der Saison sollten auch mehr Tore drin sein, ja. Du hast ja einen Hammerschuss. Du kannst ja eigentlich von 30, 35 Metern kannst du doch auch locker den Ball verwandeln, oder? Ja, er muss gut kommen, ne? Er muss auf den linken kommen. Im rechten habe ich so meine Probleme. Da muss ich ihn dann wahrscheinlich ins Tor passen. Also klassischer Linkshänder. Genau. Linksfüßer. Linksfüßer, ja. Alles klar, Sunny. Danke fürs Interview. Danke. Viel Glück. So, liebe ABC-Freunde, wir haben hier schon welche im roten und im schwarzen Trikot interviewt. Und hier stehen hier auf einmal 2 Schwarze vor euch. Da wollen wir mal schauen, wer ist denn das? Denn ich dachte immer, jetzt mache ich auch noch die Fotoaufnahmen bzw. die Filme. Und jetzt kommt da einer mit so einem Profigerät. Wer bist du? Ja, hallo, ich bin der Wolfgang Schade. Ich bin seit 3 Jahren ungefähr hier im Verein und mache hier die Bilder. Wunderbar, du hast einen ganz schönen Kaventsmann. Machst du das hauptberuflich? Nein, das ist reines Hobby. Ich bin hier reingerutscht, weil mein Sohn hier Fußball gespielt hat und habe dann halt Bilder geschossen. Und dann hat der Macht im Brand das gesehen und dann meinte der, mein Fotoapparat wäre ja wesentlich schicker wie seiner. Und ob ich das nicht ein bisschen ausbauen würde. Und so hat sich das dann so langsam entwickelt. Du bist eigentlich der Haus- und Hoffotograf vom ABC, kann man so sagen. Ja, es gibt hier noch verschiedene andere, die auch Bilder machen. Aber eigentlich relativ viele mache ich schon. Ja. Jetzt hat man immer wieder ehrenamtlich, ja, oder man hat mich gut überredet, überzeugt, das Ganze. Ich meine, der Verein macht ja wirklich Spaß und es sind wirklich, auch hinter den Kulissen geht es Gott sei Dank sehr sportlich ab. Das merkt man, bestätigt mir auch jeder Interviewpartner, wenn die Kamera wieder aus ist. Aber das macht ja auch besonderen Spaß. Hast du noch andere Ambitionen im Verein oder gehst du da voll drin auf? Im Augenblick mache ich also hier mit den Fotos, das ist sehr aufwendig, was ich mache, weil ich ja auch Jugend fotografiere, alte Herren, 3. Mannschaft, 2. Mannschaft, 1. Mannschaft und letztes Jahr war ich noch Betreuer bei der B2 gewesen, weil mein Sohn in der B2 gespielt hat. Dieses Jahr spielt er nicht mehr, hat jetzt nach Corona, also zu Corona-Anfang hat er seine Karriere wohl beendet. Und deswegen wollte ich jetzt eigentlich nur noch Bilder machen. Aber das, wie gesagt, ist auch schon sehr, sehr aufwendig. Ja, viele Bilder. Und der eine oder andere fragt sich vielleicht, wo hat der Wolfgang denn die Bilder versteckt? Wo kann man die denn sehen? Die Bilder kann man meistens bei Facebook und Instagram sehen. Instagram auch. Weißt du die Adresse vom ABC da? Heißt der ABC? Das ist Aweiler ABC. Heißt genauso auf Instagram auch. Also, guckt dort mal die Bilder an vom Wolfgang. Und ihr kennt das Ganze ja.
immer Daumen hoch, gib ihm mal ein Like, denn Künstler und gerade Ehrenämter, die kein Geld kriegen, die leben davon. Danke, Wolfgang. Schönen Tag noch. Dankeschön. Ja, gerade habe ich euch schon ein paar Leute vom ABC, von der ersten Mannschaft vorgestellt. Aber hier sind sich einige nicht ganz sicher. Ist der in der ersten Mannschaft? Da war er doch mindestens einmal drin. Das ist nämlich unser Aldin. Aldin, wo rennst du rum? Warum trainierst du nicht dort vorne? Ich habe ja letztes Jahr aufgehört, oder vorletztes Jahr quasi. Mit dem letzten Spiel war für mich Schluss. Letztes Jahr habe ich hier zwar in der U23, ich habe zwei oder dreimal ausgeholfen. Ja. Aber für mich ist Schluss, definitiv. Der Johnny hat zwar versucht und die Jungs haben mich zweimal angequatscht, aber ich nehme mir Zeit für sowas und mein Sport und Familie, das ist schon, ist gut, alles gut, super. Ja, ich muss auch sagen, die ich gerade im Interview hatte, die sehen doch jünger aus als wir. Ich sehe noch mal älter aus als du, ganz klar. Wie alt bist du? 40. Wow, also mit 40 Jahren muss man erst noch mal so aussehen und so drahtig sein. Bist du immer noch top in Form, oder? Ja, kann ich nur für sprechen, ja. Trainiere viel dafür, ja. Kannst du noch mithalten bei den Jungen? In vielen Sachen ja, denke schon. Aber die Jungs sind, glaube ich, alle so fit. Und vor allem der Kader ist da so gut. Das wäre schon schwer auch für mich. Und vor allem freut mich für die ganzen A-Jugendlichen, die jetzt hochgekommen sind. Da kenne ich ja auch viele. Und die Mannschaft ist richtig gut. Also eigentlich freue ich mich auf den ersten Spieltag. Ja. Ja, ich hoffe, es gibt keinen Lockdown, sondern dass es im September losgeht. Da freuen wir uns natürlich alle schon drauf. Es sind ja viele hochgerutscht, aber es sind auch viele Neuzugänge. Da hast du da schon einen Durchblick? Ich habe natürlich einen Durchblick. Mit Johnny habe ich ja auch viel darüber geredet. Und die Mannschaft kenne ich ja eigentlich fast alle. Es sind zwar ein paar Abgänge, aber die Neuzugänge, das sind ja erfahrene Jungs, sind ja keine Spieler, die jetzt irgendwo in der unteren Klassen gespielt haben. Die 5A-Jugendlichen oder so, die dazukommen, die haben auch richtig gute Qualität. Die kenne ich ja auch aus der Jugend. Und der Johnny hat da schon, oder Jasko und der Julian haben da, glaube ich, schon sich so verstärkt, dass die Mannschaft nächstes Jahr genauso eine Rolle wie letztes Jahr spielen wird. Noch eine bessere eigentlich durch die Aufsteiger. Und ich bin zuversichtlich eigentlich, wenn das losgeht, dass die Jungs nächstes Jahr den Aufstieg schaffen. Ja, das hoffen wir natürlich alle. Wenn du jetzt hier hinten trainierst, hast du sicherlich auch mal einen Blick nach da und sagst, Mensch, nochmal, da könnte ich noch einmal so dabei sein. Welche Klasse spielt ihr jetzt? Wir haben in dem Sinne keine Klasse. Wir haben uns für diese deutsche Ü30 oder wie die heißt, Meisterschaft angemeldet. Da waren wir letztes Jahr ganz gut dabei. Leider dadurch Corona ist das jetzt in die Luft verflogen. Aber ansonsten sind da Jungs klar von der Jugend früher dabei und auch ein paar Ältere. Wir machen das einfach just for fun. Aber in dieser Meisterschaft, die wir mitspielen, die macht schon Spaß, weil es halt natürlich auch um was geht. Und mal hoffen, dass auch durch die Corona, wenn die irgendwann mal vorbei ist, dass es auch für uns weitergeht. Ja. Das hoffen wir natürlich auch. Aldin, vielen Dank und ich drücke dir die Daumen, dass du verletzungsfrei durch die Saison kommst und vielleicht musst du ja nochmal aushelfen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, aber die Jungs, die machen das schon. Aldin, Dankeschön. Ciao.